auch heute lege ich für dich die Karten. Und zwar schauen wir bei deiner Zwillingsflamme. Was ist denn jetzt gerade so los? Lass uns noch mal schauen. Ja, wie der Stand der Dinge ist, wie das Ganze jetzt zwischen euch aussieht. Dafür bringe ich diese schönen Lenormand-Karten mit. Wunderschön sind die. Ja, wunderschön illustriert und von Kiro Marchetti. Die liebe ich sehr. Und wir schauen jetzt, ja, was du hier wissen sollst. Oh, guck mal hier. Die unterste Karte ist die Liebe. Die Liebe, die Liebe, die Liebe. Die Liebe ist der Keyword. Der Keyword. Genau. Wir machen das jetzt hier mit den Karten auch mit Liebe, ja? Immer die Liebe mit hinein. Das ist der Geheimrezept. Also wenn du kochst oder wenn du Karten legst oder was du auch immer machst, mache es mit Liebe. Also, es geht darum, hier bei deinem Zwillingsflammen. Oh, guck mal, du kommst als erstes. Ja, das haut mich wirklich um, ja. Also, das weißt du schon. Also, da ist die tiefe Weisheit, dass du hier diese große Liebe für ihn bist. Also, definitiv, das weißt du ganz genau. Und, also, der hat auch hier wirklich noch Hoffnung bezüglich dich, dass es noch nicht vorbei ist, und es macht ihn richtig, richtig nervös, wenn er daran denkt, ja, und sich das vorstellt mit dir, dann ist er fix und fertig, ja. Oh, das wird ja immer doller hier, guck mal, da kommt der Ring, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Und da kommt das Liebesbrief, also sowas hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und das geht wirklich in der Tiefe, Gefühle, mein Gott. Oh, guck mal, und da kommst du nochmal. Also du strahlst hier und kommst du nochmal. Aber da ist auch so ein bisschen Blockade. Hast du ein bisschen Blockade? Ja, da könnten wir bei dir auch so ein bisschen eine Blockadenlösung vielleicht. Guck dir das mal an. Doppelt ist die Liebe drin, da wenn das kein gutes Omen ist. Also wenn man unruhig ist, sollte man auch die Liebe mit in die Situationen hinein fließen lassen. Immer, also auch ein Stück weit die Liebe zum Partner, die Liebe zu dir selbst, auch im Außen. Und was ist denn noch hier? Also da kann man auch Hindernisse überwinden und dann kommt die Sonne raus. Die Sonne zeigt sich hier wirklich, strahlt die Sonne. Und da kann man auch wirklich hier das Herz öffnen und die Brücke übergehen. Sonst habe ich hier, also ich habe hier definitiv, wie gesagt, habe ich hier, ja, wie soll ich das sagen hier? Ja, dass sich das Ganze also ziemlich noch mal dreht oder unklar ist, aber im Grunde auch bei deiner Zwillingsflamme, dass da doch noch eine Blockade bei ihm auch noch ist. Also nicht nur bei dir, ne? So, der Herzensweg sollte ja beide gehen, das ist mir schon klar. Und auch diese Verstrickungen sollt ihr wirklich überwinden. Und da kommt er denn auf dich zu und bringt er dir eine Rose mit. Und da fühlt er sich stark, ganz stark ist er in seiner Kraft. Also ich finde das toll, ne? Und jetzt sind hier noch einige Karten und jetzt schauen wir, wie entwickelt sich das, ja. Also es geht schon in der Tiefe, das war auch doppelt, ne? In der andere Richtung, auf andere Art und Weise. Vielleicht bist du jetzt gewohnt, dass er so und so gehandelt hat. Jetzt wird es aber anders, geht es noch tiefer. Vielleicht bringt er dir oh, plötzlich auch Blumen mit, Blümchen. Und heimlich schreibt er dir und heimlich denkt er auch an dich. Und innerlich ist er zerrissen, weil er am liebsten hätte das schon wirklich längst überwunden. Also ich habe das Gefühl, das transformierte gerade so all diese karmischen Dinge aus dem Vorleben. Und schau mal, er kommt wirklich auf dich zu. Und zwar ganz anders als gedacht. Ne? Das ist doch gut. Und jetzt schauen wir noch mal, wie sieht er dich generell? Also wenn du jetzt als Mann zuschaust, ja, dann drehst du das so ein bisschen für dich passend um.
Oh, wie sieht er dich denn? Ja, also du bist eine heiße Begierde und heimlich sieht er dich, guck mal, in dem Keller, ja? Und heimlich, der betet heimlich hier, ne, wenn er an dich denkt, siehst du, betet er dich heimlich an, ja? So sieht er dich, ja. Und jetzt lese ich dir auch noch ein Gedicht vor aus dem Buch von Christian Fricke, was es ist. Die Zeilen sind für dich, mein Kind, in Angst du sagst, dass wir nicht sind, dass du für dich allein bist, mein Herz nicht mehr in deinem ist. Die Zeilen schrieb ich dir in Schwarz, in Liebe und mit tiefem Schmerz. Als Furcht, wir wären nicht mehr vereint, mein Herz bei dem Gedanken weint. Die Zeilen schrieb ich nur für dich, aus Angst, du liebst, doch willst es nicht, drum bitt ich dich, du Sonnenschein, schenk mir Vertrauen und sei ganz mein. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, lass auch gerne in den Kommentaren etwas da. Schreib auch, wie hast du das empfunden? Kannst du das so annehmen? Freue ich mich sehr. Ich sage Dankeschön und bis bald.